Recht herzlich willkommen zur 177. Folge von Towns. Ja, wir müssen wieder gucken, dass wir hier weitermachen, dass wir hier noch ein bisschen weiter bauen. Wir haben ja das Treppenhaus letztens gemacht und dann müssen wir mal schauen, wie das jetzt hier passt. Da war ja irgendwie die Höhe nicht richtig, ne? So, das ist der Boden, wo man drauf läuft. Ach, guck mal, dann ist das Fenster in der falschen Höhe gesetzt. Das ist auf Erdhöhe. Das Fenster hätte in dieser Höhe sein müssen. Okay, dann bauen wir das mal weg. Gucken zu, dass das ist. Also ist das Fenster gar nicht der Maßstab gewesen, sondern hier musste der Dingens... der Maßstab musste was anderes sein, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Treppe ist dann schon richtig, oder? Wo kommen wir denn jetzt mit dem Fenster dann hin? Das muss ja da oben auch noch weg, dass wir da rein können, ne? Schwierige Frage. So, jetzt bringen die Steine dahin, aber wir können auch hier definitiv noch drei daneben machen, weil wir dann den Eingang erst haben. Oh, neue Bewohner, sehr schön. Na komm, dann machen wir mal gerade schnell zwischendurch hier die drei Klicks hier. Dass die sich dann richtig anziehen, ne? Gut, das haben wir auch. Jetzt habe ich das natürlich dadurch abgewählt, aber ist ja nicht schlimm. Gut, da muss definitiv auch alles hin. Das passt dann schon. Dann geht der Stein dahin und dann kann man da auch hoch. Jetzt habe ich wieder die Shift-Taste nicht gedrückt gehabt. So, jetzt müssen wir hier so machen und den auch hin. Und dann ist schon das richtig, da reinzulaufen, ne? Genau, das bedeutet auch hier können drei Steine wieder hin. Und wenn die drei sind, können wir da auch ein Fenster hinmachen und dann sollten die das auch umsetzen, ne? Genau, das sieht gut aus, oder? So, dann lass uns mal gerade das Fenster aussuchen. Das war, glaube ich, hier, ne? Nein, da waren die Treppen. Dann war es bei Tischen das Fenster. Genau, da ist es. Naja, den passenden haben sie jetzt gerade nicht gesetzt. Ja, aber da kommt schon wer, der vielleicht jetzt den richtigen... Ne, war auch nicht. Komm, mach mal bitte. Obwohl, hier könnte man, glaube ich, auch den Stein draufsetzen. Das Fenster drauf machen, ne? Warte mal, hier ist... Ja, ich glaube, da geht's auch. Machen wir das da mal hin. Gut. Okay, dann kommen die Steine, dann können wir da reinlaufen. Da können wir aber trotz alledem auch noch dort ein Fenster wieder hinmachen. Damit Licht im Treppenhaus ist, ne? So, das wieder weg. Weg. Und Mauern gezogen aus Holz. So, jetzt müssen wir nur gucken... Hier muss ja schon noch einer hin, ne? So, das ist da. Es gibt ja nur eine Etage drüber, ne? Oder? Ne, doch nicht. Das ist erstmal oben. Okay, dann würde ich sagen, machen wir da auf jeden Fall zu. Da auch zu. Jetzt ist die Frage, ob wir noch höher gehen oder nicht höher gehen, ne? Hier ist ja schon das oberste. Kann man noch höher bauen? Wie hoch können wir denn bauen? Okay, warte mal. Das ist jetzt Erdboden. Das würde bedeuten erster Stein, zweiter Stein, dritter Stein wäre das Dach und dann geht es auch nicht mehr. Okay, dann reicht das noch. Also eine Etage geht wohl noch drüber zu bauen. Sollten wir dann auch praktizieren, denke ich. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier noch einen Stein hinsetzen, damit da eine Treppe drauf kann. Und dann ist da einer. Also da ist immer nur eine Stiege hoch, ne? Ne, zwei. Okay. Dann muss jetzt da noch einer hin. Kommt der? Kommt nicht? Nein. Dann bauen erst da die Wand zu. So, gucken, dass die Stiege da hinkommt. Und wenn ich die habe, dann... Aber hier muss trotz alledem... Nee, oder? Nee, da kommt einer hin. Da muss hier noch einer hin, ne? So. Da kommt jetzt einer hin. Da kommt einer hin. Und den linken müssen wir wieder wegnehmen. So, dann passt's, ne? Aber hier rechts
schwieriges Unterfangen wieder. Machen wir erstmal da die Stiegen, die war hier. Dahin. War das denn da auch so? Ja, das sieht so aus, als ob das so ist, ne? Genau. Ja, das passt dann schon. Genau, da ist es auch drauf. Ich habe noch die Strippe ausgewählt. Ja, dann kommt da auch noch einer hin. Dann passt das. Dann brauchen wir wieder Steine. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen mit den Steinen. Und zwar ist das definitiv hier schon mal zu machen, weil die Wand muss hin. Da geht die Treppe hoch und wenn die da hoch geht, muss hier auf jeden Fall, können wir schon mal machen, die Steine hin, ne? Also die gehen ja wunderbar da auf jeden Fall auch rum, ne? Das sieht man ja. Das funktioniert. Ist da nur einer fehlend? Ja. Wieso ist da einer fehlend? Das kann nicht sein. Nee, da ist keiner fehlend gewesen. Das war ein Schatten beim Reingehen da oder so. Hier hat es einen fehlgeschlagen. Ah, ja, gute Frage. Warum? Keine Ahnung. Ziehen wir hier die drei rüber. Definitiv. Machen wir so. So, der ist da. Jetzt könnte einer den da noch wegnehmen. Jetzt sieht das wieder so komisch aus, ne? Da fragst du dich, ob das passt oder nicht passt, ne? Der ist runtergefallen, genau, weil er irgendwo keinen Halt hatte. Wäre schön, wenn den da einer jetzt wegnimmt, ne? Das Problem ist, den wieder wegzukriegen. Ne. Zack. Oh, da ist ein anderer destroyed worden jetzt, oder was? Oh, jetzt fängt es an, komisch wieder zu werden, ne? Das ist wieder ganz schlecht. Wir können aber runter, ne? Ja, sieht so aus. Ja, ich brauche Licht, ne? Es muss Tag werden. Ist die Frage, wo der eine Stein, den ich da jetzt ausgewählt habe, weg war, ne? Hier geht's hoch, da ist eine Treppe und die sind auch alle da. Da steht die Treppe drauf und der geht hoch, ja. Dieser Block hier, ne? Den kann ich nicht wegnehmen. Das ist jetzt doof, ne? Das heißt, wir müssen da drunter so ein Scaffold bauen, damit die da drüber können. Dann können die den Stein da wegnehmen, ne? Glaube ich. Jetzt lasse erst den Scaffold da hinkommen. Einmal bitte das Baugerüst da hinstellen. Da ist es. So, jetzt können wir den auch wegnehmen. Und der kommt dann einfach erstmal hier irgendwo hin. So, können wir auch zubauen. Ja, das ist richtig, wenn da welche sind. So, der ist dann auch weg. Jetzt passt das wieder. So, jetzt müssen wir nochmal genau gucken. Jetzt kann der deleted werden. Die gehen hoch, kommen hier hin, gehen da hin. Da ist die zweite Treppe, hier geht's auch rum. Aber nicht ganz, da fehlt einer, ne, oder? So, die können da definitiv hin. Und hier, Shift-Taste nicht gedrückt, ne? Hier muss keiner hin, oder? Doch einer. Ich glaube, die können da hoch, aber ich glaube, das Treppenhaus ist, wenn es wirklich durchgehen wollte, müsste sie sehr aufpassen, dass sie hier rüber nicht einhaust, ne? Ich glaube, das passt nicht. Aber ist jetzt egal. Das geht dahin. Das geht dahin. Wir sind hier schon richtig im Endeffekt, ne?
Hier gehen die Mauern hin. Ich glaube, hier muss noch ein Stein hin, ne? Macht er das jetzt? Ich glaube nicht, ne? Weil nicht ausgewählt. Oder doch ausgewählt? Ich weiß es nicht. So, jetzt mach den da hin. Ja. Machen wir. Dann nehmen wir das und machen diese zwei wieder weg. So, jetzt sollte der Stein daneben kommen. So, einer muss da noch hin. Die können da aber auf jeden Fall auch hin. Jetzt kommt der passende Stein. Da muss jetzt eine Treppe drauf. Zack, zack. Zwei Huhn, drei Gans. Die Treppe drauf. Ist da die Treppe drauf. Und dann muss davor... Warte, dann müssen wir wieder zurück zu den Bauern. Hier, hier. So, dann kommt da noch ein Stein hin. Genau. Und stellt sich die Frage, wohin? Ich glaube, es kann beides dahin. Jetzt ist die Frage, wann die Treppe kommt. Treppe, Stein, Stein. Und der da oben, der kann weg, der muss weg. Kann weg, muss weg, weiß nicht. Ja, jetzt lässt er den dann da wahrscheinlich gleich fallen. Da gibt es ein rotes X, jetzt habt ihr gesehen, ne? So. So, die können da hoch, können da rein. Das bedeutet, hier muss noch eine Mauer hin. Und da auch. Und dann haben wir das. Dann sollte das Treppenhaus bis dahin fertig sein, oder? Ja. So, das ist ein... Das ist die Ebene, wo... Ah, das Spiel ist in Pause. Irgendwo gibt es einen Angriff. Und können wir weiterlaufen lassen ohne Probleme. So, Treppenhaus hat aber auf jeden Fall, denke ich, sein Endstadium dann erreicht. Und funktioniert wahrscheinlich auch. Haben wir noch ausgewählt. Machen wir bis dahin Mauer und bis dahin auch. Und hier machen wir auf jeden Fall bis dahin Mauer. Und dann müssen wir gucken, wie wir weitere Räume gestalten. Ne? Aber wir haben erstmal Platz. Und da ging es jetzt erstmal nur darum, dass wir das Treppenhaus haben, was dann zu Ende gebaut wird. Gut, okay. Da sind wir schon mal weiter. Jetzt gucken wir mal, wie sieht's überhaupt mit Essen aus. Dahin, Brote, 12, Äpfel, Birnen sind da. Und sonst ist es ziemlich eintönig, das Essen. Nein, Banana Pie ist da. Und sonst ist nichts. Gut. Aber es ist genug Essen da, definitiv. Jetzt gehen wir in den Keller gucken, wo die Gespenster sind oder welche das auch immer sind. Ach so, wir haben gar nicht aufgemacht, weil die hier die Knochen noch rausholen sollten, weil da letztens noch ein Händler war. Oh, der braucht noch 70 Knochen. Und diese schöne Rüstung wollten wir noch haben, okay. Jetzt ist die Frage, wo kriegen die Knochen her, ne? Hier. Hier gibt's Knochen. Gibt's woanders noch Knochen? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Es ist... Guter Rat, teuer, oder wie war das? Ich glaube, wir machen jetzt mal hier einen Waypoint. ja. Den Waypoint setzen wir mal hier hin. Petrol Point. Die kommen auch schon. Wir bekommen denn da einer, zweier, dreier. Drei sind mir zu wenig, das müssen mehr sein. Mach den mal weg. Remove. Wo laufen die denn jetzt noch hin?
Haben wir den nicht weggemacht? Nein, wir haben den nicht weggemacht, weil Remove und dann nochmal da. So, er kommt da auch noch rein. Dann machen wir jetzt mal Lock Wooden Door. Und jetzt machen wir einen Add Petrol Point. Und dann machen wir mal hier gerade die Tür auf. Und gehen das Risiko mal gerade ein. Wie viel sind's? 1, 2, 3, 4, 5 Leute sind's. Dann zack, Add Waypoint. Und da geht's auf den Geist. Und da geht's auf den anderen da. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das so ein bisschen hinkriegen hier. Einmal richtig aufräumen, ne? Add Petrol Point. Zack, jetzt läuft der weg. Aber da kriegt er jetzt einen, okay. So, den weg da, den Punkt. Remove Petrol Point. Ist dann noch dieses zweite Fenster aufgehen muss, ne? Das ist doof. Spiel in Pause, weil irgendwas passiert ist. Noch ein Angriff wahrscheinlich. Okay, das ist oben irgendwo. Das ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig, sag ich mal. Weil wir sind jetzt hier unten am Werken. Gut, lass mal weiterlaufen. Den hat's auch erwischt. Der Petrol Point ist weg. Ja, der schläft jetzt da. Und Petrol Point schnell dahin, damit die das machen. Remove. Komm mal, helf dem da mal, der ist nämlich müde. Da gehen auch noch Dreier drauf, Vierer. Ja, das läuft schon. So, jetzt mal den da weg. Remove Petrol Point. Warum muss der da jetzt genau da schlafen, ne? Wo können wir was riskieren? Nirgendwo, ne? Doch da. Da laufen jetzt mehrere hin, die dann auch gleichzeitig zu dem gehen. Das läuft. Okay. Die schlafen jetzt hier schon im Stehen halt. Und jetzt müssen wir mal ganz schnell hier das Tor aufmachen. Nee. Wo waren das? Da hinten, ne? Genau. Unlock and Open Door, damit die alle schlafen gehen können, ne? So, den Punkt schnell weg. Und Close and Lock Floodgate. Genau, fertig. So, die können sich erstmal ausruhen gehen, damit das dann wieder läuft, ne? So, da haben wir schön die Ecke hier so ein bisschen ausgeräumt. Und ich glaube, das können wir mit dem Rest jetzt auch machen. Es sind ja nicht mehr so viele, die werden auf jeden Fall weniger, wie man sieht. Wollen hoffen, dass die nicht irgendwie alle wieder kommen. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier so ein paar Tomps verlegen oder irgendwie sowas machen, ne? Gut, das kriegen wir aber auf Dauer hin, denke ich mal. Und jetzt soll es für die Folge aber auch erstmal genug sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.